2000 Jahre später. Hi und willkommen bei Doppelknotenfit. In diesem Funkenflug wollen wir so ein bisschen über die letzten drei Reinsteigteile sprechen, weil das ja ein Trip war. Und über das Equipment, was wir dabei hatten und was wir vielleicht zum nächsten Mal verändern wollen würden. Einfach so ein bisschen ganz gemütlich. Wir haben uns hier ein Feuer angemacht und wenn du Lust hast, dann bleib gern dran. Ja, Punkt 1 auf unserer Liste ist der Reinsteig an sich und das Fazit, das wir dazu ziehen wollen, im Vergleich jetzt auch zum ersten Teil. Und wir hatten zwar ein bisschen Pech mit dem Wetter, wie ihr vielleicht gesehen habt, aber trotzdem muss man ganz klar sagen, Reinsteig ist immer noch unser Top-Favorit der Wanderwege. Wir versuchen auf jeden Fall möglichst da irgendwie dran zu bleiben, ist aber natürlich immer schwierig, wenn man noch andere Verpflichtungen hat. Wir sind aber übrigens bis Etappe 14 gekommen. 14? 14. Oh, ja. Auf jeden Fall fehlen jetzt noch ungefähr 10 Etappen. Ob wir die dann an einem Stück schaffen, wissen wir auch noch nicht. Aber wir werden ihn auf jeden Fall weitermachen, das können wir bis jetzt auf jeden Fall sagen. Kommen wir erstmal zu den positiven Punkten, die uns aufgefallen sind bei unserer Ausrüstung, die wir dieses Mal auch neu gemacht haben. Und zwar war das einmal die Essensvorbereitung, das hat mega gut geklappt. Wir hatten dieses Mal das Essen ja alles abgewogen und jeweils auch die Grammzahl dran geschrieben und kleinere Portionen für mittags und größere für abends geplant und das hat mega gut hingehauen. Wir empfehlen auf jeden Fall auch nochmal unser Video, die drei Gerichte. Da wird bestimmt demnächst auch nochmal ein anderes kommen. Wir haben schon wieder Gerichte ausprobiert und die wollen wir euch auf jeden Fall auch dann nochmal wieder zeigen. Was hat nicht so gut geklappt? Wir haben auf jeden Fall gemerkt, auf dem Trip im Allgemeinen sind wir immer noch zu schwer unterwegs. Wir haben unser Gewicht schon reduzieren können. Also zum Beispiel beim ersten Mal sind wir los und hatten am Anfang so ein Basisgewicht von ca. 14 Kilo. Diesmal hatten wir ungefähr 12 Kilo pro Person. Und wir wollten das auf jeden Fall auch noch reduzieren. Und haben dafür jetzt einige Veränderungen vorgenommen. Die erste Veränderung, die da so stattgefunden hat, ist auf jeden Fall eine ganz große bei dir. Ja, genau. Also bei mir war halt das große Problem, dass mein Grundgewicht nochmal deutlich schwerer ist als das von Tim. Und das hängt damit zusammen, dass ich einen sehr schweren Rucksack bisher verwendet habe, weil ich den einfach hatte. Und der hat halt schon alleine mehr als 2 Kilo gewogen, Leergewicht, was natürlich eine ordentliche Menge ist. Und ja, da bin ich jetzt auf einen kleineren Rucksack umgestiegen. Und zwar, das ist der Thule Capstone 50 Liter. Und den habe ich mir gebraucht gekauft auf eBay, beziehungsweise der ist ziemlich neu, aber ich habe ihn trotzdem gebraucht gekauft. Der hat immer noch genug Fassungsvermögen, um alles locker da reinzukriegen. Und ich freue mich schon mega, den auszutesten. Und den werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos mal häufiger sehen. Die zweite Sache, die wir verändert haben, sind unsere Schuhe. Wir haben jetzt ein paar auch schon vorgestellt, also ich habe mein Paar vorgestellt und Hellas Paar wird auch in den kommenden Videos vorgestellt. Oh, ich muss... Wenn ihr euch da genau informieren wollt, guckt euch einfach die Review zu den Videos an. Das sind jetzt Loras, die ich mir geholt habe. Super Allrounder. Ja, und bei Hella, ich weiß nicht, wie das mit deinen Schuhen ist. Ich muss auf jeden Fall sagen, eine gute Veränderung, die ich da vorgenommen habe. Ja, bei mir ist es so ein bisschen noch die Frage. Das sind Meindl und die sind verhältnismäßig schwer für Damenschuhe, sehr stabil gebaut, was ich super angenehm finde. Haben aber auch für meinen Fuß jetzt schon mal erstmal bedeutet, dass es ein bisschen gedrückt hat vorne an den Zehen. Was aber auch damit zusammenhing, dass ich dann eine orthopädische Sohle drin hatte und deswegen, da bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich hoffe aber auch, dass sie sich noch ein bisschen weiten, wenn ich die noch öfter anhatte. Aber das war auf jeden Fall eine große Veränderung, weil wir da auch ordentlich Kohle für unser Verhältnis investiert haben. Ja, in Zukunft haben wir uns überlegt, dass wir am Basisgewicht ansonsten auch nur noch was ändern könnten, wenn wir vor allem zwei Dinge austauschen. Das ist einmal unser Kochgeschirr, das wollen wir auf jeden Fall verändern. Und die zweite Sache ist unser Zelt. Das ist ein gutes Zelt, aber wir haben uns jetzt schon ein bisschen umgeschaut bei Nature Hike und so weiter. Da gibt es tatsächlich Zelte, die locker nochmal ein Kilo einsparen, obwohl man, ich sag mal, immer noch guten Komfort hat.
Ja, weil wir uns auch irgendwie ein bisschen schwer nur von unserem Quickhiker verabschieden können, weil das halt wirklich einfach bisher so ein Top-Zelt war für so einen guten Preis. Aber es wiegt halt 2,6 Kilo. Ja, vor allem deswegen. Wir dachten ja, dass alle Ultra-Leichtzelte unheimlich teuer sind. Und jetzt wurden wir halt durch einen Kommentar auch darauf aufmerksam gemacht, auf diese Marke. Und da gibt es halt Zelte, die sind ultraleicht und kosten 150 Euro. Also sehr bezahlbar. Ja, und die zweite Sache, die ich vorgenommen habe, sind meine Stulpen. Und zwar diese hier. Ich kenne die Marke jetzt nicht. Ich habe sie auch noch nicht groß getestet, deswegen kann ich jetzt nicht dafür zu sagen. Aber sie sind auf jeden Fall sehr leicht und Hella musste lange danach suchen, weil es gibt im deutschsprachigen Raum nur diese ganz vielen starken Winterstulpen. Braucht er einfach irgendwas, was dagegen schützt, Steine und Dreck in die Schuhe zu kriegen, weil ich mir ständig meine Schuhe da voll gemacht habe. Und ich hatte die jetzt schon an und so weiter und ich gehe mal davon aus, dass die auch super halten. Ich habe richtig Bock, die auszuprobieren. Ja, dann... wolltest du nicht mehr sagen, ne? Oder soll ich? Soll ich nein, nicht. Wir haben eine Frage an euch und zwar rennen wir im Moment die ganze Zeit mit Regenjacken rum und haben uns jetzt so ein bisschen angeschaut, Wanderregenschirme und Ponchos. Und wollten jetzt einfach mal fragen, mittlerweile sind ja fast 1000 Leute, vielleicht gibt es da Leute, die dann auch schon Erfahrungen gemacht haben. Wie sieht das aus mit Ponchos, die man sich einfach überschmeißt, über den Rucksack am besten auch noch drüber? Gibt es Leute, die schon getestet haben? Weil wir sind im Moment am Überlegen, ob wir uns entweder sowas holen, also so einen Poncho zum Überschmeißen, oder tatsächlich einen Regenwanderschirm. Wir sind im Moment ein bisschen unschlüssig und deswegen, falls ihr da Erfahrung habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, noch ein Punkt zum Essen. Wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken vorher macht, was man tatsächlich mitnimmt, dann macht das Ganze einfach ein bisschen mehr Spaß, weil man weiß, man hat gute Sachen dabei, die einem irgendwie auch Nährstoffe liefern. Wir haben dieses Mal unter anderem so Elektrolyte-Tabletten dabei gehabt. Also wir haben uns da welche vom Decathlon gekauft. Das sind einfach so Brausetabletten, die man ins Wasser schmeißt und zwischendurch dann halt, also während des Wanderns dann einfach sich so wegtrinkt und dadurch halt so ein bisschen seine ganzen Speicher da wieder auffüllen kann. Und dann noch diese Eiweißriegel, die hatten wir uns auch beim Decathlon geholt, so eine ganze Eco-Size-Packung voll und die sind halt echt powerful. Das heißt, da ist nochmal ordentlich Eiweiß drin. Ja, was haben wir noch? Jagdabteilung. Jedenfalls habe ich mir, bevor ich losgegangen bin auf dem Trip, und das sieht man auch im Video, zwei Dinge gekauft, wobei eine man nur sieht. Und zwar ist es dieses geile Shirt, das man dort kaufen kann. Das habe ich mir geholt als Langarm-Shirt, weil mich halt Mücken dann übelst nerven und man sich das dann einfach lang machen kann, kurz machen kann. Nein, aber es ist halt auch richtig schön leicht und es ist schnell getrocknet und ja, so. Ja, genau, also das ist auch richtig geil. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, die einfach mal in die Jagdabteilung zu gehen und mal zu gucken, was da noch gibt und nicht nur im Wanderbereich zu bleiben. Die zweite Sache, die ich mir geholt habe, ist dieses Vlies. Und das ist auch von der Wanderabteilung. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen für all diejenigen, die nach unterschiedlichen Fließarten suchen, weil da gibt es verschiedene Größen, also Temperaturbereiche. Und die schöne Sache an diesem Vlies ist, dass es anders als im Wanderbereich ist, es ist nicht alles so neongrün oder super auffällig, sondern in der Wanderabteilung gibt es auch viel, das so ein bisschen dezenter gehalten ist. Also nur ein kleiner Tipp, falls ihr irgendwie mal euch umguckt bei Decathlon, was zum Wandern sucht, geht auch mal in die Jagdabteilung und guckt auch mal an. Ja, wir wollten auch gerne noch auf ein paar Kommentare eingehen und da Fragen beantworten. Es kam einmal die Frage zu Wanderschuhen von Decathlon, ob wir da Erfahrung haben. Da haben wir eher wenig Erfahrung. Ich habe aber schon mal zu Beginn, als ich angefangen bin mit dem Wandern, mir ein paar von Quechua, glaube ich, also der Wandermarke von Decathlon, geholt. Und das war ein sehr leichter Wanderschuh. Ich blende den mal einmal ein, den gibt es auf jeden Fall auch noch. Und mit dem war ich auch sehr zufrieden. Der hat eine sehr, sehr gute Dämpfung und ist super leicht. Ist aber definitiv kein Wanderschuh für mehrjährige Nutzung. Wobei Decathlon da auch, glaube ich, ziemlich aufgestockt hat. Und auch sehr relativ teure Modelle, also sehr ausgeklügelte Modelle auch mittlerweile anbietet. Da haben wir aber keine Erfahrung weiter drüber gemacht bisher.
Ja, nochmal kurz zum Gewicht von meinem Basisgewicht. Und zwar möchte ich so auf 8 bis 9 Kilo kommen, weil ich gemerkt habe, das wäre für mich das optimale Gewicht, um ja, laufen zu können. Aber jedenfalls möchte ich mein Gewicht nochmal deutlich reduzieren, wo natürlich auch schon Wasser und Essen und alles mit eingerechnet wäre. Und ja, mal schauen, ob ich das schaffe. Noch eine weitere Frage, nachdem wie man seinen Rucksack packen kann, um möglichst gut das Gewicht zu verlagern oder zu verteilen auf den Schultern und auf den Hüften. Und wie das klappt, zeigen wir auch in unserem Anfängervideo, was wir hier nochmal verlinken. Und hoffen, damit kann die Frage gut beantwortet werden. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt auch einen Feuerstahl gekauft. Warum? Weil man den unbedingt braucht. Nein, natürlich nicht, sondern ich hatte einfach Bock drauf und jetzt haben wir uns auch einen geholt. Ob wir den jetzt mitnehmen, ist fraglich, weil der wiegt so viel wie mein Handy, also irgendwie 200 Gramm. Und wenn wir dafür ein Feuerzeug mitnehmen können, das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch einen. Ihr habt gesehen, wie gut das funktioniert mit dem Feuer anmachen. Das ist die Marke. Bei Gelegenheit werde ich den eventuell testen. Jedenfalls haben wir jetzt auch einen. Wir sind jetzt voll im Business. Um nochmal deutlich zu machen, wir haben jetzt fast 1000 Abonnenten. Was ultra krass ist. Und das ist krass, oder? Ja, 1000 Leute, das ist einfach richtig viel. Ja. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen überlegt. Bisher haben wir ja immer unsere Abonnenten-Specials gemacht, dass wir Müll sammeln. Das ist jetzt im Sommer, geht das leider nicht so gut oder geht halt einfach nicht so gut, weil der Müll schön zugewachsen ist. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir irgendwie gerne Challenge machen würden. Und falls ihr Ideen dafür habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Wir hatten an vielleicht eine Barfußwanderung gedacht oder 24 Stunden Challenge. Durchwandern oder keine Ahnung, oder wir sind noch nicht 7 Gegenstände testen oder ja genau, Barfußwandern. Ja, mal sehen, auf jeden Fall. Sport-Challenge, falls ihr da Bock habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Haut sie einfach gerne raus, wir sind offen für alles. Und gleichzeitig wissen wir halt, dass die meisten Abonnenten, die uns abonniert haben, eher dem Outdoor-Bereich folgen als dem Sportbereich. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, dass uns die Sportvideos auch immer noch total viel Spaß machen. Ja. Und wir auch finden, dass das irgendwie ein wichtiger Teil ist von unserem Channel und wir das weiterhin machen würden. Auch für Anfänger ist einiges dabei, wobei wir den Content auch mal ein bisschen ausbauen möchten für Anfänger, weil wir doch auch gemerkt haben, dass viele gerne anfangen möchten und dann doch auch relativ schnell demotiviert sind von den hohen Anforderungen in den Videos. Und deswegen haben wir da gesagt, wollen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was mehr machen. Auf was könnt ihr euch also freuen nach den 1000 Abonnenten auf unserem Kanal? Wir wollen weiterhin Wandervideos machen. Wir haben richtig Bock rauszugehen, wenn wir Zeit dafür haben. Wir wollen auch ein paar Kochvideos machen, Sportvideos, irgendwie Müll sammeln, vielleicht nochmal auf dem Wasser unterwegs sein. Reviews sowieso von Reviews. Den ganzen Sachen, die wir jetzt auch gekauft haben. Genau. Und noch nicht so richtig getestet haben. Weil auf jeden Fall. Weil uns diese Kritik schon ein paar Mal erreicht hat, dass wir doch dass wir sehr viel Decathlon-Zeug haben. Das ist auf jeden Fall nichts etwas, wo wir jetzt tatsächlich Werbung für machen, sondern einfach nur, weil es halt die Budgetvarianten sind. Deswegen gibt es bei uns auch immer so viel zum Decathlon. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Hella, du darfst hier alles sein. Das ist raus. Was wir damit sagen wollen ist, danke für 1000 Abonnenten, obwohl wir die noch nicht ganz haben. Wir gehen mal davon aus, dass wir sie jetzt auch hinkriegen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Nochmal. Ich weiß überhaupt nicht. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Also. Wir bedanken uns auf jeden Fall für fast 1000 Abonnenten. Es ist richtig geil, dass ihr bis jetzt dabei wart. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft richtig geilen Content machen können. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und tschüss. Für eine Sache lohnt es sich auf jeden Fall jetzt schon.
reicht auch nicht ganz. Boah, das ist ein richtiger Qualitätsöffner. Ja, was funktioniert? Ah ja, geht. Einfach mal chillen.